Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valhalla Hills. Wir sind jetzt schon in der vierten Folge. Ja, und es macht immer noch Spaß wie bei der ersten. Datenerfassung. Möchtest du daran mitwirken, dieses Spiel besser zu machen? Eine Datenerfassung ablehnen. Das muss ja nicht sein, ne? So, bin ein bisschen außer Atem. Ich habe mir gerade eben kurz was zu trinken geholt. Muss ja auch mal sein. Beziehungsweise habe ich das schon getrunken. Ansonsten nehme ich natürlich alles an ein Stück auf. Ist ja klar. Wir müssen wieder anfangen, alles aufzubauen, ne? Da oben ist Valhalla, ist nicht so weit weg. Ist nur ein bisschen steil da oben. Hier sind ein paar Kreuze, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als könnten da im Dunkeln wieder ein paar Leute Ärger bereiten. So, wir machen jetzt mal die Grundbox. Oh, wir können schon viel mehr Gebäude bauen. Okay, erstmal Holzfäller. Bauen wir mal hier hin. Hilft ja nichts. Ja. Fischer kann man immer gebrauchen. Den setzen wir hier hin. Da ist so schön grün. Wohnzelt, Wohnhütte. Egal. Kurier. Kuriere sind sehr hilfreich für den Warenaus-Support. Sie holen die an ihrer Basis angeforderten Güter von allen anderen Kurierposten ab und liefern sie aus. Ja, okay. Ich würde sagen, hier bietet sich so ein Steinmetzding an. So ein Steinbruch. Da ist grün, da baue ich ihn hin. Und dann würde ich sagen, bauen wir Lagerfeuer. Am Lagerfeuer versammeln sich die arbeitslosen Wikinger gern zu einem Pläusch und befriedigen damit ihre Grundbedürfnisse, sich zu unterhalten. Alles klar, brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir bauen mal hier so ein Lager hin. Und dann bauen wir natürlich auch dann später mal Wege dahin. Aber lassen wir erstmal hier die Arbeiter laufen. Also hier oben kriegen wir auf jeden Fall Holz her. Hier kriegen wir dann hinterher Fische her und hier kriegen wir Stein her. Das sind dann schon mal die ersten Sachen, die wir brauchen. Ein Jäger ist ja natürlich auch nicht auch praktisch, ne? Für Felle und sowas. Den bauen wir dann hier hin. So. Läuft bei uns, ne? Jetzt können wir mal erstmal die ersten Wege versuchen aufzubauen. Und zwar dreht sich ja alles um das Lager. Also, Wege. Vom Lager brauche ich einen erstmal hier hin. Von da aus, von der Ecke, geht's dann weiter hier runter. Gut. Das ist so erstmal der Weg nach da unten hin. Und natürlich müssen wir von hier aus dahin legen. So, wie schließen wir jetzt den hier noch an? Der Jute-alte Steinbruch, der muss natürlich auch einen Anschluss ans Lager haben. Also am besten direkt hier hin. Läuft erstmal so weit, ne? Also hier müssen sie schon weit laufen, aber macht ja nichts. So, hier steht, was alles fertiggestellt ist. Gut, jetzt brauchen wir mal so ein Wohnhaus, Wohnhütte. Dafür müssen wir den Holzfäller erstmal erweitern, ne? Auf jeden Fall. Dann brauchen wir mit der Holzfäller eine Erweiterung. Der Holzfäller kriegt so einen Steinstapel hier vorne drauf geklatscht. Läuft. Und dann bauen wir eine Wohnhütte. Die wohne ich mir in Zelten, nein, die wohne ich in Hütten. Und zwar hier oben drauf direkt. Den schließen wir auch direkt mit dem Wegen an, damit die alle schon schnell zum Schlafen kommen. Hierhin. Und weil es so schön ist, auch gleich hierhin anschließen. Ist jetzt angeschlossen oder nicht? Nee, nicht so wirklich, ne? So. Ein paar Fälle und sowas liegen ja auch noch rum, so ist es nicht. Dann baut ihr mal schneller oder was ist los mit euch? Ihr schlaft ja schon wieder. Ach ja. So, neben den Steinbruch bauen wir natürlich auch gleich so ein Steinmetzding hier so hin, ne? Muss ja sein. Am besten so ein bisschen in die Richtung gehalten. Bauen wir schneller jetzt. Komm. Noch schneller. Es fehlt einiges, aber es muss ja natürlich erstmal produziert werden. So ist es halt. Jetzt ist es Nacht. Jetzt schlafen alle unter Bäumen. Alle schlafen unter Bäumen. Alle. Tag, aufstehen, weiterarbeiten. Sonst wird das ja nichts, sonst werdet ihr ja nie fertig. Under Construction immer noch, da fehlt irgendwas. Bretter oder sowas bestimmt. Ich glaube, dass wir einfach noch ein paar Holzfäller brauchen. Ich glaube, mit einem Holzfäller kommt man nie weit. Kann das sein? Also hier noch ein Holzfäller hin.
Auch direkt mit der Erweiterung da dran. Und dann natürlich auch den Weg. Ja, bauen den Weg zur Erweiterung und bauen den Weg dann hier hoch zum Beispiel. Und man kann natürlich auch noch den Weg von hier aus direkt darüber legen. Und dann natürlich auch noch den Weg so hier dran. Läuft. Jetzt schneller, schneller. Der Olaf macht Steine. Finde ich gut. Bevor dieses Wohnhaus nicht fertig wird, kriegen wir keine neuen Wikinger, ist das Problem. Aber die sind ja gerade dabei. Viel kann ja nicht mehr fehlen fürs Wohnhaus. Fertig! Und direkt kommen neue Wikinger dazu. Gut. Dann machen wir noch so eine Wohnhütte, ne? Wir müssen ja noch mehr Wikinger einfach haben. Können wir auch hier gleich so ein paar Wege bei euch bauen. Ja, da habt ihr was zu bauen erstmal. Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Leute. Man sieht schon, das ist hier ein bisschen bergiges Land. Deswegen bauen die immer so Unterkonstrukte, wo sie die Zelte drauf bauen. Logisch, ne? So. Da fehlt irgendwie ein Speer oder was ich weiß, keine Ahnung. Das Portal wollen die unbedingt hin. Da kommen zwei Feinde diesmal raus, okay. Und 15, also wir haben 15 Dinger haben, egal. Ist klar. Zwei Gegner, die werden wir wohl besiegen können, wenn wir genug, wir haben auch gar nichts Militärmäßiges gebaut, ne. Ja, wir sind noch bei der Produktion. Wir bauen erstmal eine Farm. Da ist ein grünes Feld, da bauen wir die Farm hin. Die kriegt natürlich auch mal direkt einen Weg. Muss sein. Das zweite Wohnzelt ist fertig oder noch nicht ganz? Ist noch kein Licht an. Jetzt ist es gleich fertig. Die gucken noch, was so fehlt. Ja, wenn das dann fertig ist, dann können wir noch einen Brunnen bauen. Den können wir direkt hier hin bauen. Und wenn wir den Brunnen haben und die Farm, dann auch noch eine Mühle. Die bauen wir hier hin. Und dann kann man sich mal irgendwann Gedanken um eine Brauerei machen. Waffenmacher, interessant. Man sieht, wir können schon mehr machen, auf jeden Fall. Der Brunnen muss noch angeschlossen werden, super, läuft. Farm dauert natürlich ein bisschen was, bis da Getreide gewachsen ist, das haben wir ja schon von der letzten Map gesehen quasi. So, machen wir mal hier direkt auch daneben noch ein Lager. Einfach damit das hier schnell eingelagert werden kann. Und vom Lager muss natürlich auch der Weg am besten da wieder an den Weg ran. So, dann Kurierrouten. Um die Waren deiner Siedlung besser zu verteilen und um sie über größere Strecken effizient zu transportieren, kannst du Kuriere einsetzen. Ein Kurier erstellt an seinen Posten eine Wunschliste von Waren, die in der Umgebung gebraucht werden. Danach läuft er alle anderen Posten derselben Farbe ab, um diese Ware zu holen. Ein Kurierposten hat kein eigenes Lager. Der Kurier liefert die angeforderten Waren deswegen sofort aus. Alle Kurierposten derselben Farbe tauschen Waren untereinander aus. Du kannst aber mehrere Kurierrouten unterschiedlicher Farbe parallel aufbauen. Man kann Kurierposten derselben Farbe nur in größeren Entfernungen voneinander bauen. Tipp: Kurierposten können umziehen. Es ist sinnvoll, die Posten zunächst dort zu bauen, wo die Baustoffe vorrätig sind und ihn erst danach auf seine finale Position umzuziehen zu lassen. Okay, was auch immer. Also wir haben hier einen Kurierposten. Wo ist unser Lager? Hier. Hier, Kurierposten. Den könnt ihr jetzt bauen. Der ist gelb. Wenn ich jetzt noch einen Kurierposten baue und den hier hinten hinbaue, ist ja kein Platz für einen Kurierposten. Hier so, müsste ja reichen. Dann hoffe ich, dass das schneller funktioniert.
würde den auch gerne gelb haben. So. So. Ich denke, ich werde noch einen Kurierposten bauen. Also macht schon Sinn, weil über die weiten Strecken hier, weil hier muss noch einmal ein Kurierposten. Hier ist kein Platz hier vorne für einen Kurierposten. Guckst du dir an. Vielleicht darf ich nur zwei Stück bauen. Kann auch sein. Ah, das ist der Kurier. Den habe ich hier den Rucksack auf dem Rücken. Ja gut, der sorgt dafür, dass wir zum beiden Lager genug haben. Das ist schon okay so. So, jetzt bauen wir mal... Fangen wir mal mit Militär an. Ein Kampflager erstmal. Was bauen wir hier hin? Das Waffending, ist da oben irgendwo Platz für? Na, hier oben können wir jetzt hinbauen, okay. Ja, schlaft ihr alle, ihr müsst hier arbeiten, ne? Arbeit, Arbeit! Nachschublager, Opferstätte, Brauerei, Brauerei, Sauerei, Brauerei, hier hin. Ne, hier unten können wir es hinbauen, guck mal. Da ist besser. Ach, ist immer so schrecklich hier. Da muss ein Weg hin, so. Und eigentlich brauchst du auch Korn, das kannst du doch direkt da rausholen, oder? Und da direkt daran. Okay, läuft. Also man braucht schon Platz für so ein kleines Wikingerlager. Kleines gut, ne? Das Waffenlager. Das zieht jetzt um. Das kommt jetzt hier hin. So, machen wir mal zwei Bogenschützen, zwei Axtkämpfer noch hier rein. Oder so ähnlich. So, wie sind denn jetzt ausgestattet hier, die Kämpfer? Habt ihr alles? Du hast eine Axt, du hast eine Axt, du hast eine Axt. Ihr habt drei Äxte. Ich wollte aber zwei. Ich wollte auch zwei haben, die auch Bögen haben. Ach, hier sehe ich alle. Steinaxt, nichts. Ast. Nichts. Steinaxt, Axt. Das sind die, die quasi als Krieger gemeldet sind. Okay. Ast, nichts. Axt, nichts, nichts. Ja, macht doch mal eine Axt daraus, Jungs. Was ist denn los mit euch? Die wollen wahrscheinlich Pfeil und Bogen haben. Weiß ich nicht, was sie dafür brauchen, aber... Das weiß man nicht so genau. Ach, hier haben wir eine Treppe hochgebaut. Okay, interessant. Früchte fehlen, cool. Geht welche sammeln. Also, kann ich euch jetzt da oben angreifen lassen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Also, drei haben eine Steinaxt und zwei haben gar nichts. Nicht so gut, ne? Ich zieh mal das Lager um. Hier hin. Komm mal her. Jetzt hat der eine einen Bogen, der andere immer noch nichts. Steinaxt, Steinaxt, Bogen, nichts. Steinaxt. Na, was soll's. Und jetzt gehen wir hier hoch mit dem Lager. Machen die hier oben? Ach, die erlegen Tiere. Cool. Und jetzt machen wir hier auf 1 und dann sage ich mal hier, öffnen wir das Portal. Zwei Stück sind es geworden. Einer mit der Axt, einer mit dem Bogen. Komm, macht ihn fertig. Was ist denn mit Rexe? Was ist denn los da hinten? Er ist gerade auf der Jagd, der will nicht kämpfen. Ach ja. Ach ja, die zwei kriegen wir schon fertig. Denke ich mal. Easy going. Der Hallgrim guckt auch mal mehr zu. Besiegt! Essen fehlt euch, ja. Victory! So, dann gehen wir mal auf den nächsten Berg, ne? Und, ich sag dann mal wieder Tschüss. Es war sehr nett, dass ihr mir diese Folge wieder zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Baum da. Lasst einen Baum da. Oder auch einen Daumen oder auch einen Gaumen. Wie euch beliebt.
Wir sehen uns in der nächsten Folge, das ist dann schon Folge 5, glaube ich, von Valhalla Hills. Haut raus, bis dann. Ciao.